Die letzte Saison beendete am guten dritten Tabellenplatz. Damit war man das beste Team aus Oberösterreich in der Regionalliga Mitte. Letzten Freitag startete man dann mit einem bescheidenen 1:1 im Heimspiel gegen die Amateure des WRC. Bei den LASK Amateuren ist der Cheftrainer Patrick Ennegl nach einer gelb-roten Karte wegen Schiedsrichterkritik in Leoben nicht auf der Ersatzbank. Thomas Bachmeier vertritt ihn. Die Linzer von Beginn an mit Selbstvertrauen und mit zwei Profis, die nach einer Verletzungspause aus der Vorbereitung Spielpraxis sammeln sollen. Angreifer Hussein Balic mit der 14 und die 43 Nemanja Celic. Die Gäste aus dem Innviertel eher verhalten. René Wirth etwa findet hier keine Anspielstation und entschließt sich, statt dann doch zu Kreuzer zu passen für den Abschluss. Der Ball geht aber weit drüber. Beim Laski ist Metehan Altumpass zwar immer pfeilschnell, hier auch in guter Schussposition, aber da muss er eigentlich mehr draus machen. Es war übrigens die 18. Spielminute in diesem Match, bei knapp über 30 Grad im Schatten. Dann Ecke für die Linzer, kurz abgespielt, die Flanke Richtung Fünfer und dann ist der Ball auch schon in den Maschen. Die LASK Amateure bejubeln die 1:0 Führung in Minute 29. Zirnitzer blockt den eigenen Torhüter und Yannick Oberleitner scherzelt die Kugel ins Tor. Oberleitner, einer von 6 Spielern im Alter von 21 oder jünger in der Startformation der Linzer. Routinierter da schon Hussein Balic. Beim Testspiel gegen Frankfurt noch mein Co-Kommentator, packt er hier einen aus. Deuter Wimmer kann aber abwehren. Gurten harmlos bis nicht vorhanden, was das Angriffsspiel betrifft. Selten nur kommt man in die Nähe des gegnerischen Gehäuses. Nachspielzeit erste Hälfte, Freistoß Tobias Messing, Balic und Toro haben Zeit und Platz. Letzterer mit einem Schuss Richtung Kreuzeck und dem 2:0 für die LASK Amateure. Ein sehr schöner Abschluss von Marco Severio Toro, wie der Spanier mit vollem Namen heißt. Damit eine 2:0 Pausenführung für die Linzer gegen die Union Gurten. Zweiter Durchgang und die Hausherren in der Paschinger Raiffeisen Arena legen gleich wieder los, erarbeiten sich nach einem Corner diese Chance. Der Schuss von Oberleitner wird aber von einem Verteidiger geblockt. Gefährlich für die LASK Amateure wird es dann, als der junge Torhüter Lukas Jung wird ausrutscht und der Ball bei den Innviertlern landet. Aber auch daraus kann Gurten letztlich kein Kapital schlagen. Und noch eine Angriffsszene der Gäste. Minute 71, der eingewechselte Rene Kienberger versucht nach Doppelpassspiel schließlich den Stangelpass auf Klamminger, der erwischt die Kugel aber nicht. Dennoch das die vielleicht gefährlichste Aktion der Innviertler. Nur eine Minute später aber die Entscheidung auf der anderen Seite. Toro, völlig frei, bekommt den langen Pass, legt quer für den 10 Minuten zuvor für Balic eingewechselten Marco Kadlec und das ist das 3:0 für die LASK Amateure in der 72. Minute. Kadlec im Sommer von der Admira nach Linz gekommen, schlägt also gleich zu. Und dieser Marco Kadlec kann es nicht nur mit dem rechten Fuß, sondern auch mit Köpfchen. 74. Minute, Messing flankt Richtung Fünfer und Kadlec besorgt das 4:0. Damit ist auch der Deckel drauf. Die LASK Amateure feiern ein erfolgreiches Heimdebüt in der Regionalliga Mitte und besiegen die Union Gurten klar mit 4:0. Ja, ist super gelaufen. Das Spiel generell von uns super heute. Sicher gibt es ein paar kleine Sachen, die wir noch verbessern müssen. Aber ja, ich bin froh, dass ich mit den zwei Toren helfen habe können, dass wir es nach Hause holen. Ja, ich denke, dass wirklich heute, also die Mannschaft einen richtig stabilen Auftritt gehabt hat, dass es, glaube ich, auch über 90 Minuten komplett hochverdient war, so wie das Ergebnis am Ende des Tages da steht. Ich denke, es war ein richtig kontrollierter Auftritt, genauso wie wir es haben wollen und ja, genau verdient. Wir haben jetzt nicht erwartet, dass wir mit zwei Profis noch dazukommen, mit Hussein Balic und mit Celic. Also. Und da haben wir es einfach sehr, sehr schwer da. Und wir wissen aber auch, dass der LASK sicher vorne mitspielen wird. Also die Qualität haben sie. Spieler entwickeln, eine der Zielsetzungen, gibt es eine tabellarische auch?
Nein, also ich denke, das Wichtigste ist wirklich so die Spielentwicklung, dass wir die Jungs besser machen, tagtäglich am Trainingsfeld, natürlich am Spiel. Fakt ist aber natürlich auch, die spielerische Leistung oder die Spielleistung bestätigt natürlich am Ende des Tages dann auch irgendwann Ergebnisse. Und wenn es so ist wie heute, wo die Mischung passt, sind wir natürlich alle miteinander happy. Welches Ziel hat man denn für diese Saison? Gibt es eins? Hat man was definiert? Ja, Ziele gibt es immer, wobei das Ziel ganz klar in der Entwicklung der Mannschaft steht. Also es geht wieder um junge Spieler Regionalliga tauglich zu machen. Und für uns gibt es kein Ziel jetzt von den Platzierungen her. Wir müssen einfach schauen, dass wir diese Dinge einfach in der Weiterentwicklung wieder umsetzen und da dazulernen und dann einfach Step by Step weiterkommen, und alles andere kommt eh vor allem selber.